Hi zusammen, ich bin's, die aus der Presse, Anna-Sophia Sasek, Tochter des Sektengurus, die auf Jugend-TV moderiert. Also, hallo. Wo soll ich nur anfangen und wo aufhören? Kreuz und quer durchs Land wird gerade behauptet, mein Vater Ivo Sasek instrumentalisiere Jugendliche mit seinem Kanal Jugend-TV. Ich möchte euch jetzt erzählen, wie viel mein Vater wirklich mit Jugend-TV zu tun hat. Ich zum Beispiel habe immer gestürmt bei Papa, darf ich auch bei Klagemauer TV moderieren? Darf ich auch bei Klagemauer TV moderieren? Bitte, bitte, bitte. Und wie immer die Antwort, du bist noch zu jung. Doch nicht nur ich wollte da auch mit moderieren, sondern auch andere Jugendliche, die dann auf dem offiziellen Weg ein Casting beim Medienklagemauer TV eingereicht haben. Sie haben sich so erwachsen wie möglich gemacht, Schminke draufgehauen, Rouge und so weiter, dass es vielleicht durchkommt. Doch leider ohne Erfolg. Sie waren eben immer noch zu jung. Doch Papa sagte dann zu ihnen, sie könnten ja einen eigenen Kanal gründen, wenn sie das wollen. Aber für Medienklagebau TV sind sie doch noch zu jung. Das war genau alles, was Papa damit zu tun gehabt hatte. Nach einer Weile haben sich dann ein paar Jugendliche zusammengetan, die das an die Hand genommen haben und irgendwann durfte ich dann auch mit moderieren. Geschafft. Genau. Und Papa hat also nichts weiter mit Jugend-TV zu tun, außer, dass ich ihm manchmal meine Sendungen gezeigt habe, wenn sie ausgestrahlt wurden. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, er sagte dann oft, ach, das ist alles viel zu hoch für euch, Kinder. Schaut, dass ihr kindergerechte Themen auswählt. Also, glaubt mir, mein Vater hat keine einzige Sendung von Jugend-TV produziert oder vor Ausstrahlung besichtigt oder gar Jugendliche instrumentalisiert. Bestimmt hätte er viele gar nicht erst ausgestrahlt, sodass jetzt Leute öffentlich dazu aufrufen, man soll uns vergasen. Und vieles mehr. Auch Morddrohungen erreichen uns. Ohne Witz. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die das anders sehen. Zum Beispiel Dominik. Er schreibt uns... Als ich eure Seite aufrief, war ich wirklich begeistert von eurer Leistung. Wahrscheinlich rührt das daher, dass ich die Systemmedien für nichts weiter als eine gigantische Lachnummer halte. Ich habe einmal einen Kommentar gelesen, der es so ausdrückte. Das genaue Gegenteil von dem, was die Massenmedien sagen, ist oft ziemlich nah an der Wahrheit dran. Und ich finde, diese Person hat recht behalten. Ja, genau, das finde ich auch. Danke, Dominik, für deine Mail. Jetzt noch eine Stimme von Jugendlichen aus Hamburg. Eure Sendung ist toll und seid ihr euch gegen die Medienhetze wert, sehen eure Videos viele Bekannte von uns mit Begeisterung. Lasst euch nicht unterkriegen und sagt ruhig deutlich, was ihr von Fokus und so haltet. Die manipulieren uns nur. Wird Zeit, dass mal jemand dagegen aufsteht. Ihr solltet die bloß nicht einfach ignorieren, sonst fühlen die sich noch bestätigt. Es grüßen euch Laurenz, Eva, Max, Tim und Julia aus Hamburg. Vielen Dank euch. Ja, und mein Bruder hat jetzt mal einen Clip gemacht, wo er Fokus und Co. mal so sagt, was er von ihnen haltet. Wollt ihr es auch sehen, ja? Dann mal Film ab. Medienbashing bei Familie Sasek. Eine aktuelle Medienkampagne bezeichnet Ivo Sasek und seine Familie als ihren Sektenclan, der völlig aus der Zeit gefallen sei und jeglichen Realitätsbezug verloren habe. Familie Sasek instrumentalisiere Kinder und Jugendliche, um wirre Thesen, Wahnvorstellungen, krude Verschwörungstheorien und Hetze jeder Art zu verbreiten, tönt es schrill aus der Presse. Die Medien vertuschen die Wahrheit zu 9/11 seit 13 Jahren und legitimieren damit Kriege, die Hunderttausende Tote hinterlassen. Familie Sasek half in dieser Zeit weltweit tausenden Ehen und Familien und bewahrte viele vor Gewalt und Suizid. Die Medien hetzen skrupellos gegen Putin und Russland und spielen damit leichtfertig mit dem Weltfrieden. Familie Sasek hingegen lebt die Welt der Harmonie und des Guten seit Jahrzehnten solide vor. Ivo Sasek sagte die noch immer unbezwungene Staatsschuldenkrise schon vor Jahren voraus, während die Medien alle Warner stets als Panikmacher und Schwarzmaler diffamierten.
Die Medien bezeichneten die grausamen Maidan-Terroristen in der Ukraine als Helden, während sie hartgesottene Pazifistenfamilien wie Saseks in Grund und Boden verteufeln. Die Medien redeten ein grausames Massaker an 100 Menschen in Odessa schön, während sie David Sasek verunglimpfen, weil er das gut findet, dass er als Kind bei Dummheiten ab und zu eins auf den Arsch bekommen hat. Übrigens, einigen von unseren Hassern hätte es bestimmt auch nicht schlecht getan, mal eins auf den Hintern zu kriegen. Die Medien schoben dem schwarzen Peter für den Absturz von MH17 vorschnell den Russen zu, bevor irgendwelche Beweise dafür verfügbar waren. Gleichzeitig warnen sie vor Familie Sasek, weil sie den Pharmagiganten dieser Welt Interessenskonflikte vorhält. Die Medien malen uns gegenwärtig pausenlos das Bild vom bösen Russen an die Wand, während Familie Sasek vorurteilslos mit allen Nationen und Religionen vom Christentum über das Judentum bis zum Islam friedlich zusammenarbeitet. Ach ja, wenn wir hier gerade den Abspann sehen, dann sieht man zum Beispiel Musik von meinem Bruder und alles mögliche, Kamera, meine Schwester und so weiter. Wir haben ja nach Medien keine Hobbys. Hier weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und wer mich kennt, der weiß, dass das sehr selten der Fall ist. Wir bestehen ja aus lauter Hobbys. Ja, wenn wir gerade dabei sind, meine ältere Schwester hat auch ein Hobby. Ich zeig's euch gleich. Sie hat nämlich ein Lied geschrieben gegen den Krieg. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und also nach dem Abschluss meiner Stellungnahme. Ja, dann macht's gut und bis morgen wieder. Es bleibt spannend bei uns und hört eben beide Seiten an, bis ihr euch ein eigenes Bild gemacht habt. Es sind eben mehr als 32 Medienberichte über uns erschienen, also schaut euch auch mindestens 32 unserer Sendungen an, bis ihr wirklich eine eigene Meinung habt. Oder noch besser, schickt diese Sendung an alle Zeitungen und Medienstellen, dass sie sehen, was dieser für einen Quatsch erzählt. Also, bis morgen und bleibt dran. Tschüss! Mein Wort ist mein Schwert. Es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert. Zeit, Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen. Oh. Nicht mehr zuzusehen, wenn sie uns manipulieren. Nicht mehr mitzugehen, auch wenn sie meinen, dass sie uns regieren. Mein Wort ist mein Schwert. Und macht Krieger jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert, oh. Es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen, oh. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie erschaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld, bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not. Berichten von Terrorregimen auf allen erdenklichen Sendern, halten die Wahrheit aus den Bildern, bis alle Feind nach Hilfe schreien. Der große Menschenfeind, der wirkliche Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat,
sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien. Bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören. Doch jetzt ist Schluss. Wir lassen unsere Männer, Brüder, Väter und Söhner nicht mehr in eure Kriege ziehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und jetzt alle, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Ich kann mich nicht hören. Nie mehr, nie mehr. Und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja.